Und hier sehen wir meiner Meinung nach auch schon das Problem von asiatischen Supermärkten. Hier müsst ihr hartnäckig sein, alle drängeln vor. Ferrero Rocher für 14 Euro, 100 verschiedene Marken. Und jetzt kommen wir zu dem absoluten Horror. Es ist wirklich schlimm. Ich habe nichts mehr im Kühlschrank, das bedeutet, ich muss einkaufen gehen. Und da Supermärkte in Vietnam etwas ganz Besonderes sind, möchte ich sie euch heute zeigen. Ich liebe Supermärkte ja ohnehin schon, aber die vietnamesischen sind sehr, 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 sehr groß. Es gibt extrem viel Auswahl. Ich war in den ersten Wochen extrem überfordert, habe mich natürlich der Sache angenommen und möchte euch natürlich auch helfen, falls ihr mal hier im Supermarkt seid. Und wie ich in vielen meiner Videos schon erwähnt habe, ist man hier in Vietnam auf das Moped angewiesen. Auch für den Einkauf, egal wie klein oder groß er sein wird. Und wir wollen heute sehr groß einkaufen, ne? Um das euch mal zu zeigen. In Vietnam können wir die Rolle auch nicht einfach auf der Straße liegen lassen. Wir müssen sie in einem Parkplatz abgeben. Eingepackt, jetzt geht es zum Supermarkt. Oh, mein Helm. Apropos Helm, mir haben ganz viele kommentiert, dass das eigentlich nur Fahrradhelme sind und keine sicheren Motorradhelme. Danke an die, die kommentiert haben. Ich habe mir schon neue bestellt. Aber wisst ihr, womit ich immer sicher fahre? Mit NordVPN. Zumindest im Internet. Mit einem Klick bin ich in dem Server meiner Wahl verbunden. Ich habe mich hier für Deutschland entschieden. Dadurch wird meine IP-Adresse verschlüsselt. Und durch diese VPN-Verbindung bin ich gegen jegliche Cyberbedrohung geschützt, sei es Viren oder Tracker. Und wie ihr mich kennt, nutze ich NordVPN nicht nur für mein Handy, sondern auch für mein Fernsehen. Also generell kann man 6 Geräte damit verbinden. Meinem Fernseher gaukle ich gerne vor, dass ich in Amerika bin, damit ich Serien gucken kann, die es in Deutschland nicht gibt. Unter anderem die Serie One Piece, die ich wieder von vorne anfange. Und das geht nicht, wenn ich mit dem deutschen Server verbunden bin. Und mit meinem Link, den ich euch hier einblende und den ihr in der Beschreibung findet, kriegt ihr mal wieder den ultimativen Deal. Risikofrei testen mit 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Danke NordVPN fürs Sponsern dieses Videos. NordVPN ist mittlerweile schon ein Langzeitpartner und kann gerne bleiben. Helmfrisur. Supermärkte sind meistens in ganz, ganz großen Malls. Es gibt aber auch Supermärkte, die die gesamte Mall sind, mit ein paar kleinen Shops. Wir sind aber heute in einer großen Mall mit einem großen Supermarkt. Und das hier ist der Supermarkt. Er ist echt groß. Geht von dort bis dort. Als erstes holen wir uns erstmal einen Einkaufswagen. Nichts Besonderes. Ganz am Anfang, am Eingang, gibt es immer noch so eine Kontrolleurin und die hat jetzt darauf geachtet, dass wir keine offenen Taschen mit haben. Sollten wir eine offene Tasche haben, dann wird es entweder zugeklebt oder zugetackert, aber wir haben ja keine dabei. Und wir befinden uns schon direkt in der ersten Abteilung, einfach mal Klamotten im Supermarkt. Und das ist keine kleine Lidl- oder Schibo-Kollektion, es ist gewaltig. Und direkt neben der Kleiderabteilung ist hier Drogerie. Ein bisschen Skincare. Und hier sehen wir meiner Meinung nach auch schon das Problem von asiatischen Supermärkten, und zwar die riesige Auswahl. Das ist nicht die einzige Abteilung Shampoos, da drüben ist noch eine. Aber wir sehen hier erstmal ganz viele westliche Marken, aber auch asiatische Marken. Deswegen ist die Auswahl einfach viel zu groß. Ich brauche heute erstmal kein Shampoo, aber Zahnpasta. Ich bin ja schon in Deutschland überfordert mit Colgate, Sensodyne, Elmex, aber hier ist einfach mal 100 verschiedene Marken. Und jetzt sind wir in einer etwas sehr großen Abteilung, und zwar die Milchabteilung. In Vietnam wird Kuhmilch noch extrem gefeiert. Es wird noch beworben, dass es gesund ist und fürs Wachstum etc. Es wird so beworben, dass halt viele Sportler für Milch Werbung machen. Und die allerbeliebteste Marke ist die Nestle-Marke Milo. Das ist eigentlich nur so Kakao. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich habe es schon mal probiert als Kind. Und hier sind wir in der Prämilch-Abteilung. Also ich habe ja immer bei Rossmann und DM Probleme, überhaupt meine Packung Prämilch zu finden. Hier hätte ich keine Probleme. Es gibt sogar Milch für Mütter. Für Schwangere, für nach der Schwangerschaft, für Milchproduktion. Es gibt wirklich jede Art von Milch. Low-Fat, Full-Cream, 100% True-Milch. Aber was ich natürlich hier immer suche, ist die pflanzliche Milch. Und hier kann ich euch schon mal warnen, sehr teuer, noch teurer als in Deutschland. Und es ist voll schwer,
ungesüßte zu finden. Man kann sich auch beirren lassen. Das hier ist zum Beispiel Kuhmilch, sieht aber erstmal aus wie Hafermilch oder Macadamia-Milch. Und ich greife immer zur thailändischen ungesüßten Milch. Heute reduziert nur noch 4 Euro. Und hier sind wir in der Süßigkeitenabteilung. Habt ihr schon mal so viele Kaugummis gesehen? Sieht aus wie im Metro ein bisschen. Es gibt eine Sache, die ich gerne kaufe und als Kind gegessen habe. Das ist so Gelee, Fruchtgelee. Und wie ich bereits erwähnt habe, es gibt natürlich auch immer westliche Marken, also auch die deutschen Produkte. Das müsst ihr hier nicht vermissen. Bloß sind sie sehr, sehr teuer. Also hier ist Ferrero Rocher für 14 Euro. Kann man machen, muss man aber nicht. Und deswegen sagen uns unsere Verwandten immer, wir sollen deutsche Süßigkeiten mitbringen. Jetzt verstehe ich das erst. Weil ich dachte mir so, ja, gibt's doch auch im Supermarkt. Aber nein, viel zu teuer. Japanische Schokolade gibt es hier auch, Meiji. Und der Toffifee-Preis geht ja voll klar. Nur etwas über 2 Euro. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr schon Toffifee-Kokosnuss probiert habt. Ich möchte es unbedingt probieren und hoffe, es ist noch nicht weg, wenn ich wieder zurück bin. Hier sind wir in der getrockneten Abteilung. Da ist es so, dass ich hier bei den Nüssen euch eine Sache wirklich empfehlen kann. Sogar Dirk mag es. Und das sind Sonnenblumenkerne. Nein, nicht die gesalzenen, sondern die mit Kokosnussgeschmack. Oh mein Gott, es ist so lecker. Das haben wir einmal im Restaurant so als Goodie gekriegt und seitdem haben wir es nachgekauft. Hier gibt es auch ganz viel getrocknete Früchte und nein, nicht nur Erdbeeren, Leute, sondern Soft Dried Soursop. I don't know, weiß nicht, was es ist. Getrocknete Papaya, getrocknete Mangostan, getrocknete Jackfruit. Sehr spannend. Und in der getrockneten Abteilung gibt es natürlich auch sowas wie Beef Jerky, aber nicht nur Beef, sondern auch Fisch und Oktopus. Und da gibt es eine Sache, die meine Freunde sich immer wünschen und das ist Bento. Das muss ich immer als Souvenir mitnehmen. Auch etwas sehr typisch Vietnamesisches und zwar Custard Cake. Die Vietnamesen lieben ihre Kuchen mit Füllung, sag ich euch. Immer eine Überraschung für mich. Ich denke immer, da ist keine Füllung drin und dann immer. Und natürlich auch Schokopie in jeder Geschmackssorte, sogar Haselnuss. Ich habe tatsächlich schon einige Sachen probiert. Oreo habe ich schon probiert, Banane und Bubble Tea habe ich sogar probiert. Heute nehme ich nichts mit. Und jetzt sind wir in meiner allerliebsten Abteilung der Snacks und zwar Chips. Und wie ihr seht, eine riesen Auswahl von dort bis dort. Und ihr seht auch wieder ganz viele westliche Marken wie Lay's, aber mit dem Twist, dass es asiatische Geschmäcker gibt. Zum Beispiel gibt es hier Lay's Tintenfisch oder Nori-Blätter oder Lay's Käsegeschmack. Die Vietnamesen stehen sowas von auf Käse. Und das vietnamesische Wort für Käse, merkt es euch, ist Pho Mai. Ich bin aber nach wie vor ein großer Fan von der japanischen Marke Karamucho. Wisst ihr, wenn ihr mein Asia-Supermarkt-Video geschaut habt. Und heute nehme ich auch noch Seealgenblätter mit von Lay's. Die Getränkeabteilung ist auch wie in Deutschland eine Abteilung, die ich gerne mal skippe, denn ihr wisst, ich trinke nur Wasser bzw. Leitungswasser. Und in Vietnam ist es so, ich lasse mir Wasser liefern, weil es ist doch einfach viel zu schwer mit dem Motorrad alles zu schleppen. Aber meine Wasserverkäuferin ist in der Nachbarschaft. Und bevor es in den zweiten Stock gibt, erstmal eine Abteilung mit Bettwäsche. Kennen wir irgendwo doch aus Real. Und im zweiten Stock werden wir direkt von den ganzen Haushaltswaren begrüßt. Sei es Gummihandschuhe, Müllfeger, Lappen, alles gibt's. Auch die heiß begehrten Feger, wo man denkt, oh, die gibt's bestimmt nur auf dem Straßenmarkt. Nein, die haben es auch in den Supermarkt geschafft, weil sie lebensnotwendig sind. Aber ich habe schon 3 zu Hause. Was ich heute aus dieser Abteilung brauche, sind auf jeden Fall Mülltüten. Und selbst bei Mülltüten gibt es viel zu viel Auswahl, weil ihr kennt es, man sucht entweder 10, 15, 20, 25 Liter. Aber hier gibt es sie auch noch in jeder Farbe. Eine kleine Gartenabteilung mit Pflanzen gibt es auch. Hier sind wir in der Reisabteilung und es ist mega human, weil wenn man im Asia-Supermarkt in Deutschland einkaufen geht, da gibt es dann so 25 Kilo Säcke. Hier gibt es so 5 Kilo Säcke, damit man es auch transportieren kann. Aber ich werde heute nicht meinen Reis kaufen. Ich kaufe meinen Reis nämlich immer bei meiner Nachbarin, lokal, vor Ort. Und jetzt würde man meinen, wir stehen in meiner allerliebsten Abteilung, in der Obstabteilung. Aber ich kaufe hier tatsächlich gar nicht so viel. Die Auswahl ist zwar riesig, aber ich kaufe tatsächlich lieber so aufs
Street-Ständen. Dann ist es auch nicht so viel in Plastik verpackt und ich kriege nicht so viele Hate-Kommentare, als ob der Plastikverschleiß in ganz Vietnam meine Schuld wäre. Doch ich werde heute ein bisschen Obst und Gemüse kaufen, einfach nur um euch zu zeigen, wie man plastikfrei hier leben könnte und euch auch zeigen, dass man sehr schnell scheitern kann. Und falls ihr Angst habt, Obst auf der Straße zu kaufen, das Obst hier im Supermarkt ist nicht teurer. Also es ist sogar 1:1 derselbe Preis, den ich auf der Straße hier zahle. Was aber sehr, sehr teuer ist, ist das Obst, was hier nicht wächst. Und zwar Äpfel, Birnen, Trauben. Hier zum Beispiel kosten 3 Äpfel 6 Euro. Ja, 6 Euro. Es gibt natürlich auch unverpacktes Obst, wie zum Beispiel diese Mango hier. Und hier kann ich euch empfehlen, wirklich nur eine Mango zu nehmen. Denn das hier muss noch abgewogen werden. Und beim Abwiegen ist das ganz Besondere, ist, dass ihr nicht euer Obst und Gemüse abwiegt, sondern ihr müsst es abwiegen lassen. Sie vertrauen euch halt einfach nicht. Hier müsst ihr hartnäckig sein, alle drängeln vor. Also ich musste extra sagen, dass ich keine Tüte haben möchte, weil das gehört ja einfach zum guten Service dazu. Und hätte ich jetzt 2 Mangos gekauft, müsste es in eine Tüte. Und von der einen frischen Abteilung zur nächsten, und zwar Fleisch. Eine ganz normale Fleischtheke kennen wir schon, aber es gibt noch eine ganz Besonderheit, die mir aufgefallen ist. Und zwar ist das Fleisch so frisch, dass es noch am selben Tag abläuft. Also sehr vorsichtig sein. Hier steht der Tag, an dem es eingepackt worden ist, 30.05. Der Tag, an dem es abläuft, 30.05. Hier eine Abteilung, die ich gerne überspringe. Und zwar gibt es hier alles an Gewürzen, Ölen. Und für mich ist es einfach viel zu viel, denn es geht von dort vorne bis da hinten. Ich kaufe, wenn hier, überhaupt nur so Sonnenblumenöl. Mehr nicht. Okay, Leute, das Ramen-Game ist hier natürlich auch sehr, sehr stark. Abgesehen davon, dass es halt alle asiatischen Marken gibt, sei es Indonesien, Thailand, Kambodscha, Korea, Japan, haben die Vietnamesen natürlich noch ihre ganz eigenen Produkte und dementsprechend sehr viel Auswahl. Ich kann euch eine Sache empfehlen, und zwar sind es die scharfen Nudeln, aber in extra creamy Carbonara. Nicht nur Carbonara, extra creamy. Was ich natürlich auch vermeide, ist die Spielzeugabteilung. Wenn man Kinder hat, einfach ganz schnell daran vorbei, sonst verbringt man hier viel Zeit und viele Tränen. Und da hinten kann man sogar Sachen für die Küche holen, also Reiskocher, Küchenstühle, all das. Frische Abteilung endet natürlich mit wirklich frisch zubereiteten Sachen und auch sowas wie Antipasti, würde ich behaupten. Ich nehme mir immer gerne eingelegte Auberginen mit. Es gibt aber auch Kimchi und anderes Eingelegtes. Was auch ganz typisch ist, sind so restaurantartige Stände. Und zwar gibt es hier frisch zubereitete Sachen, die man mitnehmen kann, aber auch hier essen kann. Okay, Leute, und da wir halt keine Küche haben und wir sehr faul sind, kaufen wir jetzt fertig gekochte Gerichte für uns, die wir quasi nur noch erwärmen müssen. Und dann haben wir am Schluss eine ganz schöne Mahlzeit. Und wir müssen ja auch unser Kind abholen. Ist auch hungrig. Die Tiefkühlabteilung ist genau wie erwartet ganz, ganz groß. Aber ich muss sagen, bis jetzt habe ich da nichts Besonderes so entdeckt. Es ist relativ gleich wie im asiatischen Supermarkt in Deutschland. Aber ich und Dirk holen uns jetzt ein Eis. Welches Lied fällt euch dazu ein? Zu welchem Lied habe ich die Copyrights? Auswahl ist hier leider abnormal groß. Japanisch, Koreanisch, Vietnamesisch. Und jetzt kommen wir zu dem absoluten Horror. Es ist wirklich schlimm. Bezahlen gehen. Und es geht nicht ums Geld, sondern um die Zeit, die man an der Kasse verbringt. Ihr könnt sehen, die Schlangen sind sehr, sehr kurz, aber das ist nur eine optische Täuschung. Ihr kennt vielleicht dieses Meme, dass Aldi-Kassierer die schnellsten Kassierer der Welt sind. Und das kann ich nur bestätigen. Nichts gegen ihn. Ihr könnt euch vielleicht schon denken, warum es so langsam dauert. Und zwar die Kassierer packen deine Sachen für dich ein. Also Service steht hier an erster Stelle. Aber das dauert dann dementsprechend auch sehr lange. Denn sie unterteilen das auch. Also du kriegst am Ende so 3 Tüten mit Drogerieartikel, gefrorene Artikel, frische Artikel, das alles.
dieser Moment, wenn nur eine Person vor euch ist und ihr trotzdem hier 10 Minuten stehen müsst. Kassierer in Vietnam möchte ich nicht sein. Und fertig eingekauft bedeutet auch, dass wir es jetzt nach Hause transportieren. Dafür gibt es hier auf dem Moped einen einzigen Haken. Fertig! Dirks Beine haben noch genug Platz und dann geht's auch schon nach Hause. So, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr den Einblick in einen vietnamesischen Supermarkt fandet. Vergesst nicht, mir auch auf meinen ganzen Social Medias zu folgen, also Instagram und TikTok. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bye!